vision. What do you want? For people to see you as I do. Tell me what you feel. I just feel you. Am Freitag startete so gesehen wirklich die allererste Marvel Studios Serie. Und so wie es scheint, hatten viele verschiedene Erwartungen, was das denn sein könnte. Da wir nun alle klar und deutlich wissen, was Marvel Legends eigentlich ist und die allerersten zwei Folgen schon herausgekommen sind, besprechen wir heute mal, wie die Folgen eigentlich waren und für was sie wirklich in Zukunft gedacht sind. Wie immer, Freunde, falls ihr neu auf diesen Kanal gestoßen sein solltet, vergesst auf gar keinen Fall, den Kanal auch ein Abo dazulassen, um zukünftige Videos rund um das MCU auch nicht zu verpassen. In wenigen Tagen startet auch wirklich richtig die vierte Phase mit der Serie WandaVision, die wir natürlich auch wöchentlich hier auf diesem Kanal analysieren als auch besprechen werden. So, doch was ging jetzt eigentlich mit Marvel Legends? Ich fasse am besten nochmal zusammen, was Marvel Legends eigentlich ist, da ich mir gut vorstellen kann, dass viele noch nicht im Klaren sind, für was diese Serie eigentlich gedacht ist, beziehungsweise auch nicht mal wissen, was Marvel Legends überhaupt sein sollte, da Marvel Legends wirklich sehr undercover angekündigt und released wurde. Nun, Marvel Legends ist eine Serie, die von Marvel Studios veröffentlicht wird. Die ist also wirklich auch Teil des MCUs, doch auf einer komplett anderen Art und Weise. Die Serie bietet uns nämlich nicht komplett neuen Content, wie zum Beispiel WandaVision, Loki und so weiter und so fort, sondern sie bietet uns ein Best-of oder eine Kurzfassung zu verschiedenen Charakteren, um ihren Weg, den sie im MCU bis zum aktuellen Zeitpunkt beschritten haben, nochmal kurz zu fassen und in eine klare Richtung zu setzen, um uns selbst eben nochmal darauf vorzubereiten, was wir in Zukunft von diesen sehen werden. Der Grund, weshalb viele von euch wahrscheinlich dies von Marvel Legends mitbekommen haben solltet, ist dieser, da diese Serie wirklich beiläufig einfach angekündigt wurde. Wir hatten ja Ende letzten Jahres bei dem großen Marvel-Tag, sage ich mal, an diesen, in dem der Disney Investor Day lief, wirklich abertausende neue Marvel-Projekte enthüllt bekommen, also Updates bekommen zu aktuellen Projekten, die in Kürze folgen. Ein wahrhaftig glorreicher Tag, wir erinnern uns alle daran. Doch hier war wirklich nie die Rede von Marvel Legends. Ein paar Tage nach diesem Event wurde Marvel Legends einfach beiläufig auf Twitter angekündigt und das war es dann auch schon. Mit der Kurzfassung, die ich euch eben zu dieser Serie gegeben habe. Und schon ist sie auf Disney Plus aufgeploppt. Wie aus dem Nichts. Daraufhin haben natürlich viele das schon geschaut und sich viele verschiedene Meinungen dazu gebildet, die in verschiedene Richtungen gehen. Und viele dieser Meinungen sind relativ enttäuscht von dieser Serie, wie man es auch wohl von ein paar Leuten absehen kann, die das ganze Thema auf unserem Discord besprochen haben. Apropos Discord, falls ihr noch nicht unserem Discord beigetreten sein solltet, dann solltet ihr das definitiv tun, wenn ihr Bock habt, euch rund um das Thema Marvel, Games, Filme oder was auch immer zu unterhalten. Link dazu findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Doch was ist denn jetzt eigentlich das größte Problem von Marvel Legends und ist es wirklich berechtigt, diese Probleme auch zu äußern? Hier wäre einerseits die Art und Weise, wie diese Serie vorgestellt wird, und zwar ist das alles wirklich so geschnitten wie ein Best-of. Ohne großen Kommentar im Hintergrund, Hintergrundinformationen oder Teases auf das, was kommen wird. Die Szenen, die uns in jeder Folge gegeben werden, sind wirklich nur zusammengeschnittene Szenen von vorherigen Filmen und das war's auch. Und das Ganze geht auch um die 5 bis maximal 10 Minuten, so wie wir es bis jetzt bei den ersten zwei Folgen ablesen konnten. Wenn ihr euch eine Folge zu Marvel Legends zum allerersten Mal anschaut, dann würdet ihr wahrscheinlich denken, ihr schaut gerade ein YouTube-Video. Und ich übertreibe hier gerade auch nicht. Das Ganze wirkt wirklich wie ein Mashup, was ihr überall auf YouTube finden würdet. So gesehen ist es wirklich ein YouTube-Video mit der wohl bestmöglichsten Qualität, weshalb es meiner Meinung nach definitiv gerechtfertigt ist, dass man sich hier mehr erhofft hat. Nun, man muss natürlich auch sagen, dass Marvel diese Serie nie wirklich groß angepriesen hatte. Nicht ohne Grund wurde sie nur beiläufig angekündigt, weshalb man sie auch eher einfach als Snack sehen sollte, als kleiner Bonus, der nicht hätte sein müssen, aber einfach nicht zu haben ist für diejenigen, die es wirklich wollen. Ich habe auch schon Begründungen gehört, dass diese Serie einfach nur Zeit und Geld wegnimmt für andere Projekte des MCUs, die das Ganze wirklich benötigen, aber das ist auch nur falsch, da dieses Projekt einfach so gut wie gar kein Budget benötigt, denn die einzig neue Sache in dieser Serie, die man wirklich bekommt, ist nun wirklich das Logo oder die Intro-Sequenz und das war es auch schon, sodass es so gut wie keine Mühe war für Marvel Studios das Ganze rauszubringen und wir halt eben nochmal so ein kleines Extra haben, weshalb man die Serie nicht allzu harsch kritisieren als auch betrachten sollte, denn wenn man diese Serie sich nicht anschaut, verpasst man wirklich nichts zum MCU. Nun, ich persönlich war mir
mich schon im Klaren, was die Serie liefern wird. Jedoch habe ich mir auch etwas komplett anderes von der ganzen Serie erhofft, und zwar, dass man hier mehr auf die Behind the Scenes eingeht, auf die neuen Projekte, die man zeigt, möglicherweise einen kleinen Teaser bekommt auf das Projekt, auf die diese Folgen eben vorbereiten, als auch eine gewisse Narration, die nochmal mehr Inhalt zu dem Charakter selbst zeigt. Denn das ist ja der Hauptfokus dieser ganzen Serie, Charaktere zu highlighten, die in Kürze einen großen Fokus bekommen. Stellt euch vor, man wäre in jeder Folge nochmal genauer darauf eingegangen, woher der Charakter eigentlich stammt, wie zum Beispiel dessen Herkunftsgeschichte, wie er in den Comics eingeführt wurde, bis hin zu dem Punkt, wo man sich entschieden hat, ihn wirklich auf die große Leinwand zu bringen, wie dieser Charakter sich dann weiterhin im Verlauf der Zeit im MCU entwickelt hat und die neuen Wege, die man jetzt mit diesen einschreiten möchte, mit den neuen Projekten, die dieser jetzt geliefert bekommt und eben die Geschichten, die man jetzt mit dem Charakter erkundet. Was meiner Meinung nach ein viel besserer Aufbau für diese Serie gewesen wäre. Nicht ohne Grund erscheinen neue Folgen von Marvel Legends immer eine Woche vor einer neuen Serie bzw. einem neuen Film und sind eben genau dafür gedacht, diese Serien eben nochmal ein bisschen anzuheizen. Weshalb auch, wenn das Ganze schön anzusehen ist, trotzdem leider eine verpasste Chance für Marvel Studios ist, meiner Meinung nach. Was womöglich aber Hintergründe haben könnte, die tatsächlich Sinn ergeben, und das wäre meiner Vermutung nach einfach die Disney-Galerie. Falls ihr nicht genau wissen solltet, was das ist, die Disney-Galerie gab es bereits zu Star Wars The Mandalorian, was nochmals eine eigene Serie war, die neben The Mandalorian lief und sich einfach auf die Behind-the-Scenes der ganzen Serie fokussiert hat, die Hintergründe der Charaktere und eben der Macher selbst und allgemein eben, wie die ganze Sache überhaupt entstanden ist. Gut möglich ist es auch, dass man das auch mit dem MCU machen möchte und wir dann früher oder später nach WandaVision, nach Loki, nach Falcon and the Winter Soldier auch eine Disney Gallery zu dem MCU haben oder dann eben zu den einzelnen Serien selbst. Denn sowas natürlich vor dem Release der eigentlichen Serie zu zeigen, spoilert natürlich ein bisschen. Weshalb es natürlich klüger ist, das Ganze erst in der Zukunft zu machen, wenn das Ganze schon abgelaufen ist. Und falls dies wirklich so sein sollte, dass wir sowas bekommen, kann ich euch wirklich schon mal sagen, dass ihr euch darauf freuen könnt, denn die Star Wars Gallery zu The Mandalorian war wirklich fantastisch und hat wirklich mega schöne Einblicke hinter die Kulissen besorgt. Doch bis wir diese bekommen, müssen wir erstmal WandaVision fertig bringen, was zum Glück schon in weniger als einer Woche beginnt. Und diese wird einfach ultra geil werden. Ich weiß, ich habe es noch nicht gesehen, aber mein Gefühl und meine Zuversicht sind einfach extrem hoch, gerade für die neue Phase von Marvel Studios, vor allem für diese Serie. Wobei ich nochmal sagen möchte, lasst euch von Marvel Legends nicht runterbringen und bildet euch wegen dieser Serie nicht ein, dass die neuen Serien oder die neue Phase nicht allzu cool werden kann. Die Phase 4 hat ja noch nicht mal wirklich mit Marvel Legends begonnen und die ganze Serie ist in keinster Weise ein ausschlaggebender Teil der vierten Phase. Um euch ein bisschen aufzupumpen, wir haben bereits Meinungen der Presse bekommen zu WandaVision, zu den ersten Folgen, denn die Presse konnte schon diese schauen. Ja, mein Neid ist wirklich sehr, sehr groß momentan, aber von der Presse kamen bis jetzt wirklich nur gute Nachrichten. Und alle Reviews, die ich mir zu der Serie durchgelesen habe, haben bis jetzt wirklich ausgesagt, dass Marvel Studios mit dieser Serie wirklich einen formidablen Start in die vierte Phase gesetzt hat und wieder erfolgreich neue Sachen umsetzt. WandaVision wird wirklich komplett anders als alles, was wir erwarten, aber das wird sehr positiv sein. Und mehr gäbe es auch nicht wirklich viel von mir zu Marvel Legends zu sagen, da die Serie halt wie gesagt kaum etwas Neues geboten hat. Was ich vielleicht noch sagen kann, ist, dass das Intro cool war, but that's basically it. Am Freitag startet endlich WandaVision mit der ersten Folge. Und bis wir da ankommen, werde ich auch nochmal ein extra Video für euch anfertigen über all die Dinge, die ihr am besten wissen solltet, bevor ihr eben diese Serie startet. Was wirklich ein viel besseres Einführungsvideo sein wird, als das, was Marvel Legends euch eigentlich gegeben hat. Ich hätte nicht erwartet, dass ich das wirklich sagen kann, aber so ist es nun mal. Schaut auch gerne meine letzten Videos, wie zum Beispiel der What-If-Trailer-Analyse, die ich endlich hochgeladen habe. Ihr habt lange darauf gewartet. Jetzt könnt ihr es euch endlich anschauen. Das wäre es von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen und ich würde damals sagen, love you 3000.